Bisher bei Faking It. Fuck! Von nun an werde ich dich in Ruhe lassen. Vielleicht ist das das Beste. Was würde Karma sagen, wenn sie erfährt, dass ihre Seelenverwandte Sex hatte mit dir? Ich kam intersexuell zur Welt. Die Pillen, die ich nehme, sind Hormonersatz. Ich habe Angst, dass du dich zurückziehst. Ich könnte dich nie hassen. Ich könnte dich auch niemals hassen. Karma! Hi. Hey. Ich dachte, du willst vielleicht dein Arbeitshemd zurück. Ich hab's gewaschen und gebügelt. Falls es nach Gras riecht, dann nur, weil es 3 Meter entfernt von meinen Eltern lag. Geh. Danke. Woran arbeitest du gerade? Nichts weiter. Komm, du bist viel zu bescheiden. Es ist bestimmt toll. Wow, mein Herz. Karma. Ganz schön gut getroffen. Karma. Ich sollte gehen. Ich habe Mathe bei Mr. Henley und wenn ich zu spät bin, muss ich vorne sitzen und krieg den Spuckeregen ab. Du und Karma macht ein Mädelswochenende? Glaubst du, das ist eine gute Idee? Warum denn nicht? Oh, keine Ahnung. Vielleicht, weil du ihr letzte Woche gesagt hast, dass du in sie verliebt bist? Sie empfindet nicht das Gleiche. Und das ist okay, aber ich bin froh, dass es raus ist. Ich lebe meine Wahrheit. Netter Versuch, Oprah. Ich weiß, dass du lügst. Ich bin seit 6 Tagen keusch und meine Sinne sind geschärft. Aber ich lüge nicht. Du weißt, dass meine größte Angst war, meine beste Freundin zu verlieren. Und das ist nicht passiert. Du sagst also wirklich, es ist überhaupt nicht komisch zwischen euch? Es ist nur komisch, wenn wir es komisch werden lassen. Und das werden wir nicht. Das ist komisch. Amy, du hast Karma dein Herz geöffnet und sie hat es zerhackt wie Spicy Tuna Sushi. Hey, sie ist nicht der Feind. Wir haben beide ziemlich miese Sachen gemacht. Sie hat gefaked, lesbisch zu sein, nur um beliebt zu werden und hat dann mit Liam geschlafen. Wieso hast du ein schlechtes Gewissen? Da bist du ja. Oh. Hey. Du. Hey. Oh. Oh Gott. Ist das schon spät? Ich komm zu spät zu irgendwas. Bis nachher, Spinnerin. Worüber habt ihr gesprochen? Ach, gar nichts. Nur Gay-Kram. Du weißt schon. Noch mehr Geheimnisse. Klasse. Es ging nicht um dich. Versprochen. Hey, crashen wir nachher noch das Eisköniginnen-Singalong? Ich saß gestern die ganze Nacht an unseren Kostümen. Ja, klar. Sehen wir uns um 8? Von 5 bis 6:30 backen wir Snickerdoodles. Wir fangen stark an, das ist gut. Mhm. Von 5:30 bis 5:45 essen wir Snickerdoodles. Von 5:45 bis 6 bereuen wir das Essen von Snickerdoodles. Klingt stressig. Dann streichen wir was. Dann bleibt uns mehr Zeit für unsere Trash-Zeitschriftentests. Oh. Wie gut kennst du Beyoncé wirklich? Bist du Engelchen oder Teufelchen sexy? Und bist du heimlich verknallt in deine beste Den machen wir lieber nicht. Was bedeutet um 6:30 der schwarze Kasten? Unser Twilight-Bashing-schwarzes Loch. Wir verlieren dabei jedes Gefühl von Raum und Zeit. Ich bin bei allem dabei. Perfekt. Dann mal raus aus den Klamotten und rein in die Schlabberhosen. Tut mir leid. Ist das komisch? Ich versuche nur normal zu sein. Was? Oh, ja, nein. Ja, es ist nur mein Gesicht zuckt nur so rum, weil ich ganz dringend pinkeln muss. Oh, ich warte, bis du fertig bist. Beachte mich nicht. Verschwinde! Wir müssen erst reden. Was immer du sagen willst, kann warten, bis ich nicht mehr auf dem Klo sitze. Nein, kann's nicht. Schön, dann leg los. Ich wollte dich fragen, ob du am Wochenende was mit Karma und mir machen willst. Wieso? Wir hassen einander. Quatsch, tun wir nicht? Ich muss abwischen, dreh dich um. Wir zwei hatten einfach einen schlechten Start. Und jetzt, wo wir Schwestern sind, sollten wir es nochmal versuchen, findest du nicht? Du hast Glück. Meine Pläne haben sich geändert. Ich bin wohl nicht der Einzige, der heute einen beschissenen Tag hat. Ich habe eine beschissene Woche. Ich will ja nicht prahlen, aber meine war am beschissensten. Ich bin gerade aus die Kälte zu meiner Oma gezogen, weil mein Vater im Knast sitzt, da er Sex mit einer Patientin hatte. Wie ätzend. Ja, und er ist Tierarzt. Ich mache nur Spaß, er ist Kinderarzt. Wirklich?
Nein, natürlich nicht. Wow, du glaubst ja alles. Ja, kann sein. Er ist Bestatter. Aber wenn ich mit den anderen anfange, klingt es nicht ganz so schlimm. Okay, du gewinnst. Du hattest die beschissenste Woche. Danke. Wenn ich dir helfe, den Reifen zu wechseln, fährst du mich dann nach Hause? Geht klar. Hm. Während wir dein Auto klar machen, kannst du mir mal erklären, was hier los ist? In der Cafeteria heute gab es Tempeh. Was soll das sein? Das ist aus Sojabohnen. Richtig mariniert schmeckt er genau wie... Füße. Echt eklig. Ich bin so voll, ich sehe schwanger aus. Wenn ich überlege, wie viel Kalorien das gerade waren, will ich nur noch weinen. Ja, das war echt widerlich. Wie zwei Hyänen, die Aas zerfleddern. Du darfst beim Keksessen bereuen nicht mitmachen, wenn du keinen davon gegessen hast. Hey, ich hab doch einen halben gegessen. Und anstatt mich zu beklagen, werde ich ihn morgen wieder abtrainieren. Ist es kalt hier drin oder liegt's an mir? Es liegt an dir. Dann hole ich mal meine Flauschsocken. Okay. Was ist hier los? Erpresst sie dich wieder? Denn wenn ja, rufen wir lieber die Cops. Nein, warum fragst du? Du hast sie eingeladen als unser drittes Rad. Es sei denn, du wolltest ein drittes Rad, weil du dich komisch dabei fühlst, mit mir alleine zu sein. Was? Karma, du rauchst zu viel Crack. Sie hat mir nur leid getan. Durch diese intersexuellen Sachen ist sie zum Mensch geworden. Arme Lauren. Ja, es ist wirklich traurig. Och, es war so viel einfacher, als wir sie einfach hassen konnten. Okay, Sven, hier ist dein Geweih. Oh, hallo. Shane, das ist Theo. Er ist neu an der Schule. Ich habe ihn heute Abend eingeladen. Oh, du kannst Elsa sein. Ich habe das Kleid. Ich wollte es anziehen, aber dann kam es mir zu klischeehaft vor. Nächstes Mal. Wir hatten gerade über eine Planänderung geredet. Theo kennt eine coole Kellerbar, ein bisschen außerhalb. Die Polizei hat Schiss, reinzugehen. Und das ist was Gutes? Ja, kein Ausweis nötig. Ich bin dafür nicht so richtig angezogen. Entschuldige, ich weiß, das ist aber heute mehr mein Ding. Wenn du nicht willst, kein Problem. Wir setzen dich ab. Nein, ist schon gut. Ich lasse es einfach sausen. Ich lasse es sausen. Aber ich ziehe mir zuerst noch was anderes an. Er zieht sicher alle Register an Halloween. Darauf kannst du wetten. Habt ihr vor, den ganzen Film ohne Ton zu gucken? So haben wir Ruhe für unsere Kommentare. Wieso glänzen Vampire denn in der Sonne? Welchen evolutionären Zweck könnte das bloß erfüllen? Das macht Edward verträumter. Der ist blasser als ein Marshmallow. Man könnte einen Film auf seiner Stirn gucken. Wo bleibt deine Unterstützung, Lauren? Naja, also er ist 200 Jahre alt und scharf auf eine 16-Jährige. Das ist irgendwie eklig. Danke. Andererseits ist das schon unwiderstehlich, so ein reicher, grüblerischer Bad Boy. Total. Die starren sich immer schlecht gelaunt an. Sieht nicht so aus, als wären die glücklich. Doch, na klar, er ist ihr EWP. EWP? Einzig wahrer Partner. Sie meint, sie sind Seelenverwandte. Ganz genau. Aber klar, auch Jacob könnte ihr Seelenverwandter sein. Schließlich war er immer treu an ihrer Seite, ihr ganzes Leben lang. Total treu. Vielleicht ist sie zu geblendet von Edwards Disco-Kugelhaut, um zu sehen, was für ein perfektes Paar sie wären. Aber sie hat diese Gefühle nun mal nicht für Jacob, auch wenn ein Teil von ihr wünschte, es wäre so. Aber vielleicht, wenn sie es versucht... Ihr Herz gehört Edward! Mädels, reden wir hier immer noch über Twilight? Oh, ich kann nicht glauben, dass wir hier sind. Aber ich sollte das wirklich nicht sehen. Meine Eltern nennen sowas Hexenwerk. Kann ich ein Selfie schießen? Oh, ich sollte mich wegsetzen. Ihr zwei wollt bestimmt Händchen halten. Lauren, könnte ich dich mal ganz kurz sprechen? Aber Bella bekommt jetzt gleich Renesmee. Es ist wichtig. Und das ist der dümmste Rollenname aller Zeiten. Ich liebe deine Frisur. Was ist los, Sis? Du wirkst ein bisschen sauer. Ich war so nett, dich dazuzuladen und du lädst die zwei ein? Bitte. Du warst kein bisschen nett. Ich konnte dich und Karma vorhin hören. Oh, natürlich konntest du. Lauschen ist typisch für dich. Hör mal, das war... Karma hatte recht. Wir wissen, dass du mich nur eingeladen hast, weil es so komisch zwischen euch beiden ist. Also dachte ich, ich mache es noch komischer. Es ist nicht komisch zwischen uns. Wirklich? Und zwischen euch gibt's auch kein einziges Geheimnis mehr? Nope. Es liegt alles auf dem Tisch. Ich glaube, das sollten wir testen. Wer hat Lust auf Wahrheit oder Pflicht? Was? Echt jetzt? Willkommen im Bait and Tackle. Der Schuppen ist ja echt super. Hier riecht's nach Pisse.
Nur in der Ecke da. Lust auf eine Runde Billard? Ja, na klar. Shane, du gegen den Sieger. Ach ja, richtig. Ich lebe in Texas. Ketchup, Schokosauce, Essig und 2 Becher Mayo. Oh, plus... Es ist nicht fair, dass du anfangen darfst. Ich hatte eine 6. Du könntest ja auch Wahrheit wählen. Dann würden deine Freundinnen dich besser kennenlernen. Dran. Oh, ja, bitte komm schon. Oh, bitte. Ich, bitte. Karma. Oh. Wofür entscheidest du dich? Pflicht? Ich verlange von dir, dass du Amy küsst. Und zwar 60 Sekunden lang. Mit Zunge. Oh. Guter Stoß. Fick dich, du Affenarsch! Ich hol dich noch rein. Oh, fick dich selbst, du verfickter Ficker! Ich hasse dich und dein blödes Gesicht, du Scheißkerl! Oh. Hey, alles okay? Na, endlich ein Kerl, der lieb zu mir ist. Nicht wie dieses Stück Scheiße. Hätte ich nur nicht seinen Namen als Tattoo auf meinem Rücken. Oh, kann ich das bitte sehen? Du würdest meinen Abend retten, ernsthaft. Oh, du könntest ja vielleicht eine Blume oder einen Delfin draus machen lassen. Hey, machst du etwa mein Mädel an? Ich vermute, Sie sind Baba. Keine Sorge, sie ist nicht wirklich mein Typ. Nicht dein Typ? Bist du ein Homo? Ich bin ein Homo. Ein Homo sapiens. Zu welcher Spezies gehören Sie? Ich bin heterosexuell. Wirklich? Denn Sie stehen auffällig nah an mir dran. Aber Sie sollten wissen, ich stehe nicht auf Rückenhaare und ich vermute, Sie haben sehr viele davon. Wir wollten gerade gehen. Es war Zeit für seine Beruhigungstropfen. Ich mach das schon. Die Idee war in meiner Fantasie irgendwie besser. Legen wir los. Wenn sich eure Zungen berühren, starte ich die Zeit. Ich hab's mir überlegt. Ich nehm doch Wahrheit. Wie war der Sex mit Liam Booker? Oh, die ist gut. Das würde mich auch sehr interessieren. Es war ganz nett. Nicht wirklich weltbewegend. Amy, findest du das auch? Was? Wie bitte? Na, ihr hattet doch einen Dreier. Oh, ja, aber wir haben es gar nicht durchgezogen. Und außerdem war Lauren dran. Es gibt nicht ohne Grund Spielregeln. Okay. Ich wähle Lauren. Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Und dann, Liam, hast du dem Kerl die Flasche übergezogen, als er mich schlagen wollte. Und Shane! Also Shane! Oh, meine Güte, das waren echt krasse Tarantino-Moves vorhin. Wo hast du sowas gelernt? In Nepal. Ich bin bei Shaolin-Mönchen aufgewachsen. Echt jetzt? Natürlich nicht. Wenn man als Schwuler in Texas aufwächst, meldet man sich früh beim Taekwondo an. Okay, Shane, wir sind da. Träum schön. Geht's noch? Was hast du denn? Ich will nicht darüber reden. Wenn du was zu sagen hast, sag es. Schön. Ich glaube, du hast diesen Streit gewollt. Wieso sollte ich das? Weil du eifersüchtig warst. Auf Theo? Natürlich nicht. Sei nicht albern. Abgesehen davon finde ich ihn ganz nett. Er hat mir beigestanden. Du hast nur versucht, mich wegzuziehen, obwohl der Typ ein totaler Schwachkopf war. Ich wollte dich nur beschützen. Das kannst du von dir nicht behaupten. Wovon redest du da, Leo? Du hast Amys Geheimnis für dich behalten. Du hast dich für sie entschieden und gegen mich. So war das aber nicht. Glaub mir. Doch, so fühlt es sich an. Liam. Wir haben alles dazu gesagt. Bitte, geh. Soll ich nach vorn?
Ich bin bereit, tu's einfach. Ach, ich kann es nicht. Oh, Gott sei Dank, ich bin dran. Na gut, dann werde ich das tun. Nicht Wahrheit, ich wähle Wahrheit. Jetzt stell das Ding aus. Was sollen wir fragen? Was unterscheidet dich von uns anderen hier? Bist du verliebt in Liam Booker? Lauren, nimmst du Hormone? Hast du schon mal masturbiert und dabei an Karma gedacht? Ich habe keine Lust mehr. Ist deine Lieblingsfarbe wirklich grün? Amy, kann ich reinkommen? Ich möchte nicht darüber reden. Wann habe ich darauf jemals Rücksicht genommen? Ich wünschte, ich hätte es dir niemals gesagt. Das hat alles verändert. Nein, hat es nicht. Karma, als ich unsere Hände berührte, hast du deine weggezogen, als hätte ich Ebola. Und der Kuss. Es ekelt dich an, dass ich mich von dir angezogen fühle. Das stimmt nicht. Es ekelt mich kein bisschen an. Ich fühle mich geehrt. Ja, schon klar. Ich wünschte nur, ich würde das Gleiche empfinden. Ich weiß doch, wie weh sowas tut und ich will es nicht noch schlimmer machen. Ich wünschte, ich könnte aufhören, unwiderstehlich zu sein. Wow, hast du das gerade wirklich gesagt? Ja, habe ich. Tut mir leid. Ich mache alles falsch, ich kenne nur einfach die Regeln nicht. Ich kenne sie auch nicht. Naja, ohne darüber zu reden, können wir sie auch nicht rausfinden. Ganz egal, wie unangenehm das auch ist. Ja, ich weiß. Sowas wie... Können wir zusammen im selben Bett schlafen? Wenn nicht, kann ich ebenso gut auf der Couch schlafen. Okay, also nicht ebenso gut, aber ich würde es machen. Ich denke, das wird schon gehen. Ja! Und was ist mit Rückenkraulen? Also darauf müssen wir erst hinarbeiten. Na klar, keine Sorge. Ich kann mich gedulden. Nein, nicht. Stopp, lass das. Nein, lass das. Klar habe ich mich mies gefühlt, aber nicht so mies. Amy war wirklich verzweifelt, sie hat einen Freund gebraucht. Liam ist hetero, er versteht nicht, wie verwirrend es ist, seine Sexualität in Frage zu stellen. Das ist wahr. Aber hast du mal versucht, dich in Liam reinzuversetzen? Ich habe keine Lust, mich in Liam reinzuversetzen. Ich möchte mich bei meinem Freund über ihn auslassen. Schätzchen, ich höre, du bist verletzt. Aber jetzt kannst du dich wieder mal entscheiden, ob du den guten Wolf füttern willst oder den bösen Wolf. Nicht die scheiß Wölfe schon wieder. Das war's. Ich leg auf. Bis dann. Wenn du eine Entschuldigung von mir erwartest, kannst du lange warten. Um genau zu sein, bist du verreckst. Es tut mir leid, du hattest recht. Ich habe dich eingeladen, weil ich ein drittes Rad wollte. Danke. Aber ich habe ein schlechtes Gewissen, vor allem nach dem, was du uns anvertraut hast. Okay, Klappe, ich brauche dein Mitleid nicht. Eigentlich bist du bemitleidenswert. Weswegen? Ich glaube, du hast mit Liam geschlafen und jetzt erdrücken dich die Schuldgefühle. Was? Das ist irre, wie kommst du denn auf... Ich habe die leere Schachtel der Pille danach im Badezimmer gefunden. Keine Sorge, ich sag's Karma nicht. Und du denkst, dass ich dir das glaube? Ich hatte meine Chance schon vergessen, aber so sehr ich es auch wollte, wir sind jetzt Schwestern und es gibt einen Kodex. Außerdem bin nicht mal ich so gemein. Es würde sie umbringen. Ja, ich weiß. So große Geheimnisse sind schwer zu bewahren. Glaub mir, ich weiß es. Also, ich bemitleide dich nicht. Ehrlich gesagt fühle ich mich dir jetzt näher. Das passiert, wenn man Menschen an sich ranlässt. Das sollte ich mir aufschreiben. Weisheiten von meiner sexuell verwirrten Stiefschwester. Ich rieche Waffeln. Worüber redet ihr beiden? Oh, naja, nur Schwesternzeug. Ich habe eine Erkrankung, die Androgenresistenz heißt. Nebenwirkungen sind unter anderem gute Haare, tolle Haut und kein Körpergeruch. Oh, cool. Können wir das auch kriegen? Das ist nichts, was man kriegen kann.
Ich wurde geboren mit XY-Chromosomen, aber ich habe mich als Mädchen entwickelt. Die Pillen, die ich schlucke, sind Östrogene, weil mein Körper keine herstellt. So. Jetzt wisst ihr es. Kannst du Kinder kriegen? Falls du dich dann besser fühlst. Ich habe Neurodermitis. Das ist keine Gruppenbeichte, Lisbeth. Nächstes Mal bei Faking It. Eine Busladung voller Flüchtlinge kommt aus unserer Partnerschule in Brasilien. Also erzählen wir allen, dass wir gefaked haben, ein lesbisches Paar zu sein? Wir sagen, dass wir uns ganz bewusst entpaaren. Du wirst die begehrenswerteste Lesbe der Schule und wir suchen dir eine richtig heiße Freundin. Du hängst immer noch an Karma, oder? Am besten kommt man über jemanden hinweg, wenn man unter jemand Neuem liegt.